Hier, in den Weiten der sächsischen Tundra, machen wir uns auf die Suche nach der vielleicht letzten freilebenden Kolonie. Wir alle kennen sie als domestizierte Nutztiere. Doch kaum einer weiß, dass die Wildnis die eigentliche Heimat dieser scheuen Wesen ist. Noch nie ist es einem Kamerateam gelungen, diese faszinierenden Geschöpfe in freier Wildbahn zu filmen. In der rauen Schönheit einer verschneiten Landschaft soll unsere Suche belohnt werden. Endlich! Ein prachtvolles Radeberger, das in seiner charakteristischen Form und Färbung ausgesprochen würdevoll wirkt. Am kräftigen Körper, dem goldenen schimmernden Fell und den scharfen Klauen erkennt man, dass es sich hier um einen Bullen handelt. Wir schätzen ihn auf 3 Monate. Mit einer Höhe von beachtlichen 27 cm bringt dieser Bursche ein Volumen von 1,5 Liter auf die Waage. Radeberger sind Rudeltiere. Gerade jetzt im Winter suchen sie Gesellschaft und Schutz vor der Kälte. Der Nistplatz wird nach strengen Kriterien ausgewählt und in Teamarbeit angelegt. In wenigen Stunden entsteht das riesige Nest mit Platz für bis zu 20 Radeberger. Es soll besonders schön werden, denn nur das Männchen mit dem eindrucksvollsten Kasten wird vom Weibchen erwählt. Es ist Brunftzeit. Unser Radeberger ist gerade auf Brautschau. Er hat etwas gewittert. Mit dem sensiblen Geruchsorgan oberhalb seines Verschlusses folgt er zielstrebig der Fährte eines Weibchens. Mit lauten Brunftschreien ruft er nach ihr. Er hat Glück, sie antwortet. Seine Beharrlichkeit wird belohnt. Endlich bietet sich ihm der Blick auf ein atemberaubendes Schöfferhofer Weibchen. Im Unterschied zum Bullen ist die Gestalt eines Weibchens zierlicher und insgesamt gedrungen. Er nähert sich vorsichtig. Schüchtern wendet sie sich ab. Ihr Rückzug hinter einen Schneehügel kommt ihm einer Einladung gleich, die er natürlich gerne folgt. Hier kommt es zur ersten zärtlichen Berührung. Der erste Schritt ist getan und die beiden beschnüffeln sich. Doch das Weibchen will umgarnt werden. Unser Bulle beginnt sofort mit seinem Liebeswerben. Beeindruckt von solcher Anmut wächst ihre Begeisterung für den Bullen. Doch von den beiden unbemerkt nähert sich ein Rivale. Das Männchen horcht auf. Es wittert Gefahr. Sofort geht es in Hab-Acht-Stellung und verfällt in charakteristischen Drohgebärden, um sein Weibchen zu verteidigen. Langsam nähert sich der Eindringling. Es ist ein Hasseröder. Unser Radeberger greift den Herausforderer sofort an. Mit drohend erhobenem Flaschenhals stürmen sie aufeinander zu. 1 Liter geballte Kraft stehen sich gegenüber. Die Erde erzittert unter dem Stampfen ihrer mächtigen Glasböden. Häufig enden solche Kämpfe mit ernsten Verletzungen, manchmal sogar mit dem Tod. Da passiert es. Unter dem Siegesgebrüll unseres Radebergers zieht sich das verletzte Hasseröder zurück. Vom überwältigenden Sieg des Radebergers beeindruckt, präsentiert das Schöfferhofer Weibchen sein Hinterteil und signalisiert damit Paarungsbereitschaft, die Belohnung für den harten Kampf. Das kräftezehrende Liebesspiel kann sich über Stunden hinziehen. Nach 2 Wochen setzt der schmerzvolle Geburtsvorgang ein. Das Weibchen scheint nervös, ein kritischer Moment. Unter der beschützenden Obhut des Vaters entsteht neues Leben. Unter größten Anstrengungen gebärt das Weibchen 3 kleine Schnapspullis. Sie sind bis zu 7 cm lang und etwa 2 cm groß. Aufgeregt und noch etwas wackelig auf dem Glasboden krabbelt ein Junges über den zerfurchten Schnee. Ungeduldig wartet es auf seine Fütterung. Liebevoll bietet sie dem Kleinen Nahrung an. Eine harte Zeit liegt vor ihnen, denn nur 10% aller Jungpullis überstehen ihr erstes Lebensjahr. Vereint zieht unsere kleine Alkoholfamilie weiter neuen Abenteuern entgegen. Es obliegt nun unserer Verantwortung, den Lebensraum der Biere und Schnäpse nicht weiter einzuengen und diese majestätischen Getränke vor dem Aussterben zu bewahren.